Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes, Drucksachen 19 aus 19 zu 19. Und wir hören als Erstes den Bericht der Berichterstatterin, Frau Feldmayer. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich gebe die Beschlussempfehlung und den Bericht des Ausschusses für Umwelt, und Klimaschutz und Landwirtschaft zur Drucksache 19 wieder. Beschlussempfehlung: Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU und des Bündnisses 90 die Grünen gegen die Stimmen der FDP bei Enthaltung der SPD und der LINKEN den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19 anzunehmen. Vielen Dank, Frau Feldmayer. Ich rufe zu diesem Tagesordnungspunkt den Änderungsantrag der Fraktion der SPD 6695 aus 19 mit auf, sowie den Änderungsantrag der Fraktion der FDP Drucksache 6696 aus 19 und eröffne die Debatte. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und Frau Feldmayer für Bündnis 90 die Grünen hat sich als Erstes zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! So lange brauche ich wahrscheinlich nicht. Es kann schneller gehen. Das Berufsstandsmitwirkungsgesetz, ich will darauf noch einmal hinweisen, um was es geht. Da geht es um die Mitwirkung des Berufsstandes der landwirtschaftlichen Berufsverbände bei Förderrichtlinien, die der Landwirtschaft zugutekommen, z.B. bei der Düngeverordnung, also alles, was den Bereich Landwirtschaft angeht. Wir finden, es ist richtig, dort auch die Sachverständigen zu hören. Aber natürlich hat sich die Welt etwas weitergedreht in den letzten 4,5 Jahren. Deswegen finden wir es richtig, dass es kleine Änderungen an diesem Berufsstandsmitwirkungsgesetz gibt, was die Zusammensetzung des Landesagrarausschusses angeht. Wir haben, ja, wie Sie alle wissen, einen Ökoaktionsplan in Hessen auf den Weg gebracht. Mehrere Ökomodellregionen wurden auf den Weg gebracht. Und insgesamt stehen wir als Land Hessen sehr gut da, was das Thema Ökolandbau angeht. Wir sind dabei einer Fläche von 13,5%. Wir haben über 2.000 Betriebe, die ökologisch bewirtschaftet werden. Also hier hat es wirklich in den letzten 4,5 Jahren eine große Änderung gegeben. Und wir finden auch, dass sich das in der Zusammensetzung des Landesagrarausschusses widerspiegeln sollte. Deswegen begrüßen wir, dass der Verband Ökologischer Landbau einen zweiten Sitz im Landesagrarausschuss bekommen soll. Der zweite Vorschlag der Landesregierung lautet, dass auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft einen Sitz bekommen soll im Landesagrarausschuss. Das ist neu. Die sind bisher noch nicht vertreten in diesem Gremium. Das ist aber auch richtig, weil wir in Hessen immer noch eine kleinbäuerlich strukturierte Landwirtschaft haben. Wir wollen diese natürlich auch erhalten. Bei allen gesellschaftlichen Anforderungen an die Landwirtschaft, nämlich mehr Tierwohl, aber auch mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz, gilt es ganz besonders auch zu berücksichtigen, wie wirkt sich das auf die kleinbäuerlichen Betriebe aus. Werden sie dort überfordert? Können sie da mitmachen? Deswegen finden wir es richtig, dass auch die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft dort einen Sitz erhalten soll. Wir hatten ja eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf gehabt. Die Beteiligung, sage ich mal, die war jetzt nicht gigantisch groß. Wir freuen uns natürlich darüber, dass die Verbände daran teilgenommen haben. Aber es waren insgesamt, ich glaube, es waren nur 3 Verbände, die bei der mündlichen Anhörung da gewesen sind. Nichtsdestotrotz finden wir es wichtig, und es gab auch wichtige Anregungen zu diesem Thema. Aus dieser Anhörung gibt es jetzt 2 Änderungsanträge zu diesem Gesetzentwurf, einmal von der SPD, die zusätzliche Verbände hineinbekommen möchte in den Landesagrarausschuss, einmal die Imker und einmal auch der Bund der Milchviehhalter in Hessen. Dazu möchte ich anmerken, dass wir das auch diskutiert haben. Das sind wichtige und gute Verbände, die auch einen wichtigen Beitrag leisten hier für die Diskussion in Hessen. Die sind auch aufgenommen worden in dem erweiterten Zukunftspakt Landwirtschaft. Aber man muss sagen, es geht ja bei diesem Gesetz um den Berufsstand landwirtschaftlicher Betriebe. Deswegen bei den Imkern sehen wir das nicht ganz so. Bei der BDM da können wir uns auch darüber unterhalten, ob noch andere Verbände aufgenommen werden sollten, die Schweinehalter, die Geflügelhalter. Also insgesamt kann man darüber nachdenken.
Aber wie gesagt, wir denken, und das kam auch aus der Anhörung heraus, dass diese Vorschläge jetzt einen weiteren Sitz für den Verband Ökologische Landwirtschaft und einen neuen Sitz für die ABL, die wurden begrüßt von den anwesenden Verbänden, dass das auch Sinn macht und dass man durchaus dann auch in diesem Kreis dann noch gut diskutieren kann. Von daher werden wir den SPD-Antrag ablehnen. Die FDP hat noch einen Änderungsantrag eingebracht. Was uns nicht gewundert hat, sie möchten nicht, dass die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in diesem Gremium vertreten ist. Wir sehen das nicht so. Wir begrüßen es im Gegenteil, dass die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft da reinkommt. Und, ich glaube, insgesamt ist es dann eine runde Sache, was dann in dem Gremium an Vertreterinnen und Vertretern da sein wird. Nichtsdestotrotz, wenn es notwendig ist, weitere Verbände zu hören zu Förderrichtlinien, die das Land Hessen auf den Weg bringt, dann gibt es auch immer die Möglichkeit, einen Gaststatus einzuräumen. Und das finden wir auch weiterhin gut so. Vielen Dank. Danke, Frau Feldmayer. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Lotz zu Wort gemeldet. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Berufsstandsmitwirkungsgesetz. Wir haben es in der letzten Debatte schon erläutert. Nachdem die Landwirtschaftskammern aufgelöst wurden, ist das sogenannte Berufsstandsmitwirkungsgesetz erlassen oder quasi Gesetz geworden. Das soll eigentlich alle landwirtschaftlichen Berufsverbände vertreten. Sie, Frau Ministerin, haben bei der Einbringung gesagt, Sie wollen nicht nur die bewährte Zusammenarbeit fortschreiben, sondern auch den aktuellen Entwicklungen Rechnung tragen. Als Beispiel nannten Sie den ökologischen Landbau mit seinen hohen Wachstumszahlen. Weiter führten Sie aus, dass die Herausforderungen das Interesse der Gesellschaft widerspiegeln sollen, den Umweltschutz, den Klimaschutz oder auch die Tierhaltung sowie das Tierwohl. Sie hielten es daher für richtig, dass die VÖL einen weiteren Sitz und die ABL überhaupt einen Sitz erhält. Es ist zwar lobenswert, dass alternative landwirtschaftliche Verbände eine größere Rolle innerhalb der berufsständischen Vertretungen spielen sollen. Was soll das aber für einen tieferen Sinn haben, meine Damen und Herren, wenn die strukturelle Mehrheit des Bauernverbandes und der verbundenen Verbände dadurch aber nicht im Geringsten angegriffen wird und sich somit auch nicht die Notwendigkeit einer Diskussion um den besten Weg ergibt? Meine Damen und Herren, aber erfüllt das wirklich den Anspruch, den Sie bei der Einbringung des Gesetzes formuliert haben, dass das Interesse der Gesellschaft beim Klima- und beim Umweltschutz und bei der Tierhaltung widergespiegelt wird? Wir glauben das nicht. Um mehr Transparenz, über die Sie ja auch immer reden, sind wir der Meinung, dass wir genau das umsetzen müssen, was Kollege Wiegel bei der ersten Lesung gesagt hat. Er sprach von einem richtigen Gesetz, um den Landwirten und den damit einhergehenden Berufen die Mitwirkung zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, und dabei liegt meine Betonung bei den einhergehenden Berufen. Wo bleiben denn die mit der Landwirtschaft einhergehenden Verbände und Berufe? Uns fehlt, und das haben wir in unserem Änderungsantrag formuliert, die Vertretung der 9.000 Imker in Hessen und die Vertretung der Milchbauern. Daher auch unser Änderungsantrag. Ich darf Sie bitten, dem zuzustimmen. Wir haben natürlich auch im Nachhinein noch gemerkt, dass noch weitere berufsständische Vertreter fehlen und hier insbesondere
aus unserer Sicht die Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Landwirtschaft, nämlich ein Vertreter der IGBAU. Gut, das wurde natürlich dann, mein lieber Kurt Wiegel, nicht aufgeführt. Es sind auch die Schafhalter in der Tat nicht Mitglied in dem Bereich. Meine Damen und Herren, deswegen unser Änderungsantrag. Wir bitten um Zustimmung. Ich bedanke mich. Danke, Herr Lotz. Für die FDP-Fraktion hat sich Frau Knell gemeldet. Irritierende Gespräche hier oben. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das hier vorliegende Berufsstandmitwirkungsgesetz mag für viele Kolleginnen und Kollegen vielleicht etwas undurchsichtig oder auch uninteressant sein. Für alle, die in der Landwirtschaft tätig sind, ist es das nicht. Für den Berufsstand der Landwirte ist die Mitwirkung ein sehr hohes Gut. Und deshalb wird auch schon einmal über die Zusammensetzung dieses Gremiums gestritten. Im vorliegenden Fall wurde von CDU und GRÜNEN in der ersten Lesung so getan, als wären alle Fragen beantwortet, als wäre das Gesetz völlig unumstritten und als gäbe es keinen Anlass, sich genauer mit dem Gesetz zu beschäftigen. Man wollte mit der Übersendung der Unterlagen aus der Regierungsanhörung so tun, als sei die Behandlung des Gesetzes ausreichend gewürdigt. Auch wir haben uns zunächst darauf eingelassen, haben aber dann die Stellungnahmen, die übersandt wurden, auch tatsächlich gelesen und mussten feststellen, dass das Gesetz keineswegs so unumstritten ist, wie hier von Ihnen in erster Lesung dargestellt wurde. In den Regierungsunterlagen fanden wir einen Brandbrief des Vorsitzenden des Landesagrarausschusses, der vehement auf die einstimmige Beschlusslage des Landesagrarausschusses hinwies. Denn der LAA hatte beschlossen, dass man einen zusätzlichen Sitz für die Vereinigung Ökologischer Landbau befürwortet, diesen aber für die Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft, der ABL, ablehnt. Die Gründe dafür waren ebenso nachvollziehbar wie vernünftig aus unserer Sicht. Denn die ABL hat etwa 300 Mitglieder. Das sind nach eigenen Angaben kleine und mittlere Landwirte, die konventionell oder bio arbeiten. Im Verhältnis dazu steht der Bauernverband mit mehr als 20.000 Mitgliedern und allein 5.000 bis 6.000 Mitgliedern mit kleineren und mittleren Betrieben auf einem Level, dass er 20-mal so viele Stimmrechte haben müsste wie die ABL. So, diese Verhältnismäßigkeit muss man schon einmal thematisieren. Deswegen lehnen wir das auch ab. Dazu kommt, dass in der Anhörung ernste Zweifel laut wurden, dass die ABL überhaupt die Gremien besetzen kann. Denn in den Gebietsagrarausschüssen haben Sie die ABL ja auch im Gesetzentwurf gar nicht aufgenommen, weil Sie genau wissen, dass dieser Verband gar nicht flächendeckend präsent ist und in der Lage ist, die Gremien zu besetzen. Insofern sind wir auch aus Gründen der Arbeitsfähigkeit des LAAs der Meinung, wir sollten dem einstimmigen Votum des LAA folgen und der ABL keinen ständigen Sitz zugestehen. Deswegen haben wir auch den entsprechenden Änderungsantrag vorgelegt. Gleichwohl wurde ebenfalls auch in der Anhörung deutlich, dass es im LAA üblich ist, auch kleinere Gruppen und Verbände zu bestimmten inhaltlichen Fragen, die sie betreffen, oder auch dann als ständige Gäste hinzuzuladen. Diesen Gaststatus hat der Vorsitzende auch der ABL angeboten. Und ich denke, man sollte diesen Weg zunächst einmal gehen. Der zusätzliche Sitz für die ABL erscheint bei allem Respekt für die Arbeit auch aller Landwirte in diesem Land keine der Größe des Verbandes angemessene Vertretung. Das gilt aus unserer Sicht im Übrigen auch für den Änderungsantrag der SPD. So sehr es nachvollziehbar ist, dass man auch anderen Gruppen den Zugang zum LAA gewähren möchte, so sehr stellt sich dann auch die Frage, warum die Milchbauern, warum nicht die Schweinebauern, warum nicht die Geflügelbauern. Auch hier sollte der bereits als gängige Praxis übliche Ansatz der Zuladung bei bestimmten Themen weiterverfolgt werden. Das gilt auch insbesondere für die Imker, die wichtige Beiträge leisten können, aber in einem Gremium, das den Berufsstand der Landwirte vertritt, wohl eher nicht als Vollmitglied über die 95% von Dingen entschieden werden können, die eben nicht die Imkerei betreffen. Und auch hier müssen wir uns immer wieder mal die Überlegung anschauen, dass ja auch die Arbeitsfähigkeit sichergestellt werden muss. Auch der BDM ist in Hessen nicht flächendeckend organisiert. Und die Tatsache, dass der BDM
trotz Einladung und Aufforderung zur Stellungnahme sich überhaupt nicht gerührt hat, zeigt ja, dass das Thema denen vielleicht auch nicht so ganz brennend auf den Nägeln zu sein scheint. Also deswegen werden wir uns beim Antrag der SPD enthalten. Es bleibt aber dabei, dass hier von CDU und GRÜNEN einige Veränderungen geschaffen werden, die Fragezeichen aufwerfen und nach einer gewissen Einseitigkeit riechen, wie wir das so oft schon erleben konnten. Kurz vor Ende der Wahlperiode versuchen die GRÜNEN einmal mehr, die Gremien in der Landwirtschaft mit eigenen Gefolgsleuten zu besetzen. Und die CDU schaut einmal mehr zu, wie Stimmrechte in Gremien an grüne Politik angepasst werden und die grüne Landwirtschaft gegenüber dem konventionellen Landwirten bevorteilt wird. Es wird Sie deswegen nicht wundern, dass wir deshalb bei unserer kritischen Haltung bleiben und das Gesetz ablehnen werden. Vielen Dank. Danke, Frau Knell. Für die linke Fraktion hat sich Abgeordnete Frau Schott gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man darüber berät, mit wie vielen Menschen und Organisationen man ein bestimmtes Gremium besetzt, egal welches, wird man immer die Schwierigkeit haben, dass es dem einen zu viel und dem anderen zu wenig sind. Jedem Menschen recht getan ist eine Kunst, die keiner kann, gilt für so etwas ganz besonders. Und genau die Situation haben wir auch hier, dass die einen sagen, na ja, also diese kleine Gruppe brauchen wir jetzt gar nicht. Und Frau Knell hat natürlich, wenn man die Zahlen vergleicht, recht, dass eine große Gruppe deutlich anders repräsentiert ist als hier eine sehr kleine, die damit ein Stimmrecht bekommt. Auf der anderen Seite, wenn man auch einen politischen Schwerpunkt setzen will, der da sagt, wir brauchen mehr ökologische Landwirtschaft, wir brauchen mehr kleinbäuerliche Betriebe und deren Unterstützung, dann sollte man auch dann, wenn diese sich organisieren, ihren Organisationen Gehör verschaffen. Es ist ja nicht so, als dass die ABL eine in den letzten vier Wochen entstandene Organisation ist, deren Verlässlichkeit und deren Dauerhaftigkeit wir nicht beurteilen könnten. Die ist ja durchaus auf der Landschaft der Vertretung ihrer Mitglieder durchaus uns allen präsent. Und von daher ist es auch in Ordnung, dass die in diesem Gremium sitzt, auch wenn sie nur einen relativ kleinen Anteil vertritt. Und man kann sich ja ohnehin fragen, warum gibt es solche Kleingruppierungen und warum sind nicht auch alle Milchbauern einfach im Bauernverband und die Welt ist gut, dann müssten wir viele Debatten gar nicht führen, weil es eben sehr viele Einzelinteressen gibt und diese Einzelinteressen ihre jeweilige Vertretung suchen. Und diese jeweiligen Vertretungen suchen dann natürlich auch ihre Möglichkeit, wo sie die Interessen ihrer Mitglieder im Verband auch zum Ausdruck bringen können. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Und deswegen führen wir hier eine Debatte darüber, wer gehört in dieses Gremium rein und wer gehört nicht rein und wer gehört in welcher Vertretungsstärke rein. Darüber können wir uns trefflich und lange streiten. Ich teile durchaus die Position, dass die Imker da reingehören, auch wenn die Anzahl der Berufsimker wahrscheinlich noch viel kleiner ist als die Anzahl der Landwirte, die bei der ABL organisiert sind. Aber ich frage mich auch immer, warum die Biene unser zweitwichtiges Nutztier ist, weil wir können durchaus ohne den Verzehr von Fleisch gut leben, aber ohne das, was die Bienen für uns leisten, würde es uns ganz schön schlecht gehen. Von daher sollten wir vielleicht überlegen, ob sie nicht unser wichtigstes Nutztier sind. Und dann wird eben dieses wichtigste Nutztier im überwiegenden Maß von Menschen, die das nebenberuflich machen, gepflegt, gehegt, gehütet und dahin gebracht, wo es gebracht werden muss, damit es seine Arbeit tun kann. Deswegen sollte man auch die Stimme dieser Menschen hören und nicht nur einen Verband da haben, der zwar groß, stark und ziemlich mächtig in unserem Land ist, sei ihm gegönnt. Bin ich sehr froh, dass die Bauern ein so starkes Sprachrohr haben. Aber man sollte durchaus auch den anderen eine Stimme geben. Und deshalb bin ich an der Stelle sehr für Vielfalt. Wir werden aus diesem Grund dem Antrag der FDP nicht zustimmen, dem Antrag der SPD zustimmen und uns am Ende im Gesamtentwurf mal vorausnehmen, dass der SPD-Antrag nicht angenommen wird, außer Sie kämen zu dem Ergebnis, dass Sie den SPD-Änderungsantrag großartig finden und übernehmen den. Also, falls Sie zu dem Ergebnis nicht kommen sollten, würden wir uns bei dem Gesamtding anschließend enthalten, weil irgendwie muss man sich am Ende mal einig werden, wer da nun drin ist und wer nicht. Wir halten es nicht an sich für falsch, aber leider auch nicht für vollständig. Herzlichen Dank. Danke, Frau Schott. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Wiegel zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Berufsstandsmitwirkungsgesetz regelt nach Auflösung der Kammern
in 1970 in Hessen die Mitwirkungsrechte der landwirtschaftlichen Berufsverbände bei Entscheidungen und Maßnahmen der Landwirtschaftsverwaltungen. Herr Kollege Lotz, auch die Gewerkschaft ist da, ja, er sitzt hinter mir, okay. Auch die Gewerkschaft ist in beiden Gremien vertreten, einmal im Gebietsagrarausschuss, aber auch im Landesagrarausschuss. Auch die Arbeitnehmer sind damit hier mit drin. Es regelt die Bildung von Gremien wie z.B. Gebiets- und Landesagrarausschuss aus Vertretern des Berufsstands, die bei Entscheidungen und Stellungnahmen der Verwaltung auf Kreis- und Landesebene sowie bei der Vorbereitung von Gesetzen und Gesetzesänderungen zu beteiligen sind. Das ist wichtig, weil es den Bauern die Möglichkeit gibt, über einen formal geregelten Prozess unmittelbar Einfluss auf alle Angelegenheiten zu nehmen, die sie betreffen. Das bringt eine frühzeitige Beteiligung, damit bessere staatliche Entscheidungen, weniger Konflikte, ein besseres Miteinander. Es stellt sicher, dass die von den Entscheidungen Betroffenen und Beteiligten sich und ihren Sachverstand einbringen und schon vorab einen Konsens über viele Fragen in der Landbewirtschaftung herstellen können. Das Berufsstandsmitwirkungsgesetz läuft zum Ende des Jahres aus und musste evaluiert werden. Deshalb hat man den Dialog mit den Verbänden und den Agrarausschüssen gesucht. Das Gesetz hat sich über Jahre bewährt und muss auch weiterhin bestehen. Bei der Evaluierung des Gesetzes soll eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe erfolgen. Dies bezieht sich auf die Zusammensetzung des Landesagrarausschusses als auch auf die Voraussetzungen, die eine als Landwirtin und als Landwirt mitbringen muss, um dieses Amt auszuführen. Weil die Verbandsstrukturen auch in der Bauernschaft bunter geworden sind und weil wir in Hessen einen vergleichsweise hohen Anteil von ökologisch wirtschaftenden Betrieben haben, wollen wir diese Entwicklung auch im Landesagrarausschuss widerspiegeln. So wie wir als Land die Interessen von konventionellen und ökologischen Betrieben nicht gegeneinander ausspielen, sondern zusammenbringen wollen, so sollen und können alle Betriebsformen auch im Landesagrarausschuss gut und konstruktiv zusammenarbeiten. Und zwar dabei wichtig, dass die Erweiterung nicht zulasten der Verbände geht, die schon immer in den Gremien vertreten waren. Damit verbundene kleine Erweiterung des Gremiums halten wir im Sinne einer fairen Repräsentanz der verschiedenen Strukturen für gerechtfertigt. Wir glauben nicht, dass ein Verband mehr dazu führt, dass das Gremium nicht mehr arbeitsfähig ist. Wir Landwirte sind zwar ab und an ein bisschen schwierig, aber am Ende arbeiten wir doch alle in die gleiche Richtung. Deshalb werden wir den Änderungsantrag der FDP ablehnen und uns erst einmal anschauen, ob die Erweiterung des Gremiums wirklich dazu führt, dass der Landesagrarausschuss nicht mehr vernünftig arbeiten kann. Wenn es da wirklich größere Probleme gibt, müssen wir uns das neu anschauen. Wir werden auch den Antrag der SPD ablehnen, der nicht weniger, sondern mehr Verbände aufnehmen möchte. Das aus zwei Gründen. Der BDM vertritt nur eine Rubrik der Landwirtschaft, nämlich, wie der Name schon sagt, die Milchviehhalter. Deshalb kann der dazu geladen werden. Das ist dann der sogenannte Gaststatus. Ich denke, der wird auch im Landesagrarausschuss durchaus angewandt. Ein Dauerstatus im Gremium rechtfertigt das nicht. Die Imker leisten tolle und wichtige Arbeit. Wir alle wissen inzwischen, wie wichtig Bienen für uns sind. Herr Schmidt, vielleicht können Sie mal ein Stechen lassen bei Ihnen, da geht es besser. Wir alle wissen inzwischen, wie wichtig Bienen für uns sind. Trotzdem muss man hier sauber bleiben. Es geht um das Berufsstandsmitwirkungsgesetz, also um Menschen und deren Beruf. Von den rund 10.000 Imkern in Hessen machen das ungefähr 30 beruflich. Das sind 3 Promille. Deshalb wollen wir, dass die Imker wie bisher als Gast im Gremium dabei sein können und ihre Anliegen einbringen können, wo es passt. Als festen Sitz in der Vertretung des landwirtschaftlichen Berufsstandes halten wir das für nicht gerechtfertigt. Das Gesetz ist ein Instrument, um ein gutes und konstruktives Miteinander verschiedener Interessen und Verbände sicherzustellen. Wir hoffen,
dass die Regeln dazu beitragen, dass die Landwirtschaft ihre Interessen auch künftig so engagiert und einig einbringen kann, wie das bisher passiert ist. Vielen Dank. Danke, Herr Wiegel. Für die Landesregierung spricht Staatsministerin Hinz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Also, das Berufsstandsmitwirkungsgesetz soll genau das regeln, was es auch ausdrückt im Namen, nämlich dass der Berufsstand mitwirkt bei Angelegenheiten, die die Landesregierung im Rahmen von Verordnungen und Gesetzen, Förderungen vorlegt und der Berufsstand so betroffen ist, dass er dann auch Stellungnahmen dazu abgeben soll und dann möglicherweise auch Veränderungen eintreten. Und natürlich kann man mit Fug und Recht bei einem solchen Gesetz immer darüber diskutieren, wo fängt man an, bei welchen Verbänden die beteiligt werden sollen und wo hört man dann am Ende auf. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben uns nach den vielen Jahren, in denen das Gremium unverändert war, dazu entschieden, die Vereinigung Ökologischer Landbau aufzunehmen, weil wir 30% mehr landwirtschaftliche Fläche haben, die ökologisch bewirtschaftet wird. Ich glaube, das ist ein sehr guter Grund. Und die ABL ist ein Verband, der tatsächlich kleine und mittlere Betriebe vertritt, und zwar dezidiert deren Interessen, aber nicht festgelegt auf entweder Tierzucht oder Ackerbau oder Sonderkulturen. Und deswegen ist die ABL jedenfalls in dieser Hinsicht doch wieder breit aufgestellt. Und die Anhörung hat ja zumindest ergeben, dass der Landesagrarausschuss durchaus mit lebhaften Debatten rechnen kann, aber künftig sicher auch wieder im Wesentlichen einstimmig entscheiden wird. Davon gehe ich jedenfalls aus. Was aber den Unterschied macht, zum Beispiel zu den Imkern oder zum BDM, die ich beide sehr respektiere und achte und mit denen ich ja auch gut zusammenarbeite. Also mit den Imkern, wir haben die bienenfreundliche Kampagne ins Leben gerufen, mit dem BDM, wo wir ja bei den Fragen der Milchkrise auch besonders stark kooperieren in den Themen. Der Unterschied ist, dass die Imker tatsächlich im Wesentlichen nebenberuflich arbeiten. So, sie sind kein Berufsstand in dem Sinne, der permanent mit diesen Fragen zu tun hat, die im Landesagrarausschuss behandelt werden. Insofern ist es richtig, dass er dann einen Gaststatus erhält, wenn seine Themen verhandelt werden. Und dann soll er auch kommen und dort mitdiskutieren können. Und die Anliegen werden ja dann auch gehört. Und der BDM ist eben auch ein Verband der Milchviehhalter. Also, er hat auch nicht das gesamte breite Spektrum, jenseits der Tatsache, dass er nicht so viele Mitglieder hat. Sonst könnte man mit Fug und Recht dann auch sagen, dann müssen die Sauenhalter auch da rein, und dann müssen diejenigen, die die Sonderkulturen, Spargelbauer und Erdbeer, die müssten da eigentlich auch rein, und die Geflügelzüchter. Und dann haben wir echt das Problem, dass man eigentlich nicht mehr aufhören kann. Und deswegen gilt ja das. Nein, das ist ja auch eine Frage, ob die Themenvielfalt, die dort bearbeitet wird, diese alle, die Spezifika haben in ihrer Betriebsform, permanent sozusagen tangieren und sie dann auch wirklich aus ihren Kenntnissen und Erfahrungen heraus bei allem gut mitentscheiden können. Und deswegen, glaube ich, haben wir diese Entscheidung zu Recht genau so getroffen, wie sie jetzt getroffen wurde. Und wie dieses Gesetz auch, das ja evaluiert wurde und nicht jetzt einfach nach Gutdünken geändert, sondern es wurde evaluiert und in dem Zeitraum jetzt geändert, in dem es auch normalerweise wieder
entweder außer Kraft gesetzt worden wäre oder eben verlängert worden wäre, haben wir diese Entscheidung getroffen. Das wird dann bei der nächsten Evaluierungsphase zu überprüfen sein, inwieweit das gerechtfertigt war, inwieweit sich wiederum Veränderungen ergeben in der landwirtschaftlichen Struktur. Davor ist keiner gefeit. Ich glaube, dass wir mit dem Landesagrarausschuss in der künftigen Zusammensetzung auch als Ministerium sehr gut zusammenarbeiten können. Herzlichen Dank. Danke, Frau Ministerin. Wir sind am Ende der Debatte angelangt, und ich komme zu den Abstimmungen. Als Erstes stelle ich den Änderungsantrag der Fraktion der FDP zur Abstimmung. Wer diesem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der FDP. Wer ist dagegen? CDU, Grüne, SPD, Linke und Abg. Öztürk. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Als Nächstes rufe ich den Änderungsantrag der SPD auf. Wer diesem die Zustimmung geben möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das ist die SPD, die Linke, Abg. Öztürk. Wer ist dagegen? BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die CDU. Wer enthält sich? Die FDP. Damit ist auch dieser Änderungsantrag abgelehnt. Wir kommen nun zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung für ein zweites Gesetz zur Änderung des Berufsstandsmitwirkungsgesetzes. Wer diesem die Zustimmung gibt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das ist die FDP. Wer enthält sich? Das sind SPD, DIE LINKE und Abg. Öztürk. Damit hat dieser Gesetzentwurf eine Mehrheit gefunden und wird hiermit zum Gesetz erhoben.